Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hunsgrab. Ja, und ihr seht richtig, ich bin immer noch hier bei unserer kleinen Schreinerei. Nicht Schweinerei, Schreinerei. Hier, das habe ich nochmal umgebaut so ein bisschen. So, seht ihr ja, ne? Das habe ich hier nochmal umgestaltet. Ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen Holz reingezogen. Hatte dann erst ganz viel von dem Akazienholz hier. Hab das aber nochmal geändert, ne? Ich habe das nochmal geändert. Ja, die Sache mit der Honeyball, das verzögert sich noch ein bisschen. Wir hatten da schon einen Aufnahmetermin, aber da war es, ja, das hat sich alles ein bisschen, hat sich nicht so ergeben irgendwie. Also es liegt einmal an mir, weil ich natürlich Nachtschicht habe und nicht so spät aufnehmen konnte. Und dann hat sich alles ein bisschen nach hinten verschoben, aber es geht auf jeden Fall an irgendwann. Irgendwie kriegen wir das schon noch hin, die Honeyball und ich. Und ja, wir üben uns in Geduld. Also ihr, ne? Und ich auch. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, das kennt ihr ja. Also ich denke mal, wir kriegen das noch irgendwie gebrezelt. Beste Grüße an die Honeyball, falls sie hier zuschaut. Wir kriegen das hin. Okay, jetzt wollen wir mal schauen. Hier muss auf jeden Fall Fußboden rein. Und da dachte ich, machen wir hier den hier. Oder wollen wir außen... ich weiß noch nicht so recht. Ja, also das ist sozusagen jetzt eine Aufnahme aus der Not entstanden. Aber, naja. Das sind manchmal die besten Aufnahmen, ne? Okay, Freunde. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht zu kümmern. Wir wollen hier mal durchstarten. Ich überlege, ob ich außen einen Kranz oder ob ich erstmal alles mit... Wir machen erstmal alles mit hier Eichenholz. Den ganzen Fußboden in der Schreinerei machen wir erstmal mit Eichenholz. Es soll ja ein zweiteiliges Gebäude werden, ne? Wir werden mehr Eichenholz brauchen auf jeden Fall. Oh, der Zordan ist auch unterwegs. War jetzt... Ja, ist er noch. Und ich weiß nicht wo, weil natürlich Chat ausgeschaltet. Ich hoffe, er macht keine Höhlentour oder so. Dass wir das auch irgendwie mit den Nachtschlafen hinkriegen. Aber ich denke mal schon, der Zordan ist ja immer auf der Hut, ne, als alter Held, Held und Heldenrecke. Ich mache jetzt hier erstmal überall Eichenboden rein, ja, das hat ja sehr gut geklappt. Also wir haben jetzt vielleicht gerade mal ein Viertel, wir brauchen also mindestens noch 2-3 Stacks Eichenholz. Dann gehen wir doch mal rüber zum Eichenholzladen. Und wir brauchen noch Tropenholz, mal gucken, ob wir da noch was da haben. Lalala, Holz ist auf dieser Seite. So, Tropen. Da haben wir noch Tropenholz. Hier haben wir noch Eichenholz. Und ich nehme mir noch mal einen halben Stack Eichenholz mit zur Not. Brauchen wir noch irgendwas? Wir brauchen bestimmt noch Stein dann, ne? Hier. Den hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, es soll ja eine kombinierte Tischlerei mit Polsterei werden. Und da müssen wir mal gucken. Mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? So, Freunde. Okay. Ja, es ärgert mich gerade ein bisschen, dass das heute nicht geklappt hat. Und das ist, war auch von mir ein bisschen knapp bemessen mit Termin. Wir wollten uns halt um 18 Uhr treffen. Ja, ich hätte dann um 20:30 Uhr schon wieder zur Arbeit gemusst. Halt Nachtschicht, ne? Und das ist halt ein bisschen blöd gewesen auch. Aber naja, ich wollte halt möglichst zeitnah dann einen Termin finden. Und das hat jetzt alles nicht so geklappt, wie gedacht. Aber wie schon gesagt, ne? Nicht verzagen, weiter klagen. alter Anwaltsspruch. So, Freunde. So. Wir machen jetzt hier erstmal den Fußboden rein. Alter Schwede. Inventory Freak, ist denn heute alles gegen mich? Oder was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ernst August. So. Erstmal den Fußboden. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir den Raum abteilen. Denn wir wollen ja in der einen Ecke, wollen wir ja die Polsterei haben, also sozusagen eine Ladenausstellung. Und hinten soll halt die Werkstatt sein, dachte ich mir so. Dann kann man also direkt zum Schreiner gehen, wenn man zum Beispiel neue Fenster braucht oder so, oder einen Schrank, ne? Und vorne ist dann sozusagen der Laden. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Es müsste ja auch eine Treppe nach oben gehen. Hier kommt dann erstmal Tropenholz rein. Das machen wir jetzt erstmal. Ich mache immer nur halbe Stacks. Ich weiß gar nicht warum. Könnt ihr eigentlich auch gleich einen ganzen Stack verballern. Alter. Inventory Freak. Du wirst gekündigt. Du kannst es glauben. Du kannst es echt glauben. Ich mache das wahr. Wenn du so weitermachst hier mit der Tauscherei. Ich kündige dich. Fristlos auch. So. Jetzt hat das. Ne? Ich hoffe jetzt, das hat ihn jetzt so beeindruckt,
dass er da erstmal jetzt, na ihr wisst schon, ein wenig behutsamer umgeht mit seinem Job. Okay, Freunde. Zack, 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 zack. Oh ja. Und der kommt auch noch weg. So, da haben wir hier schon mal zumindest den Laden. Die Frage ist halt, wo mache ich die Treppe hoch? Die Treppe zur Ausstellung ist ja schon ziemlich wichtig auch. Ich könnte die natürlich hier neben hoch machen. Na, dass man einfach einen Aufgang macht. Wie würde das denn aussehen? Warte mal, wir machen uns mal eine Werkbank. Ich habe keine Lust, immer hin und her zu rennen. Das kennt er doch. Kennt er doch bestimmt. Habt ihr doch schon auch oft nicht Lust, immer hin und her zu rennen. So, jetzt machen wir uns nämlich hier mal Stufen. Ja, das reicht auf jeden Fall. Zack. Und dann können wir ja zum Beispiel hier dann schon anfangen mit der Treppe. Vorne an der Straße haben wir überall so gemacht. Machen wir eine zwei breite Treppe, die hier beginnt. Ja, Erdbremse? Ich habe nichts mehr dabei. Warte, kriegen wir hin. Hier machen wir dann einfach erstmal ein Loch hin. Erstmal ein Loch, da kann ja eine Fackel auch rein, die kann den Flur noch ein bisschen beleuchten. Oder so. Ach ja, kennt ihr das, wenn man sich so total auf etwas freut und dann ist, klappt es nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ist also echt nicht so schlimm. Wir finden da bestimmt noch was. Okay, Freunde. Hier geht's hoch. Hier geht's dann hoch. Das heißt, wir würden dann hier noch 2, 3 gerade gehen. Und hier würde man dann in die Ausstellung kommen, ne? Ist richtig. So, hier wäre dann der Eingang zur Ausstellung. Das hieße, der Laden müsste hier zu Ende sein. Das heißt, nee, muss er ja gar nicht. Wenn wir die Treppe außen haben, können wir hier eine Ausstellung machen. Passt mal auf. Wir könnten doch dann sagen, wir machen hier den vorderen Bereich so. Mehr brauchen wir da nicht. Da kommt jetzt die Sofa-Ausstellung hin. So, wie viel haben wir jetzt hier? 4. 4 ist ungerade. Das ist doof. Wir müssen noch einen nach da. Das ist doof. Das ist doof sonst. Das will ich so nicht. La 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 la. Ist noch ein nach da, weil sonst sind wir wieder zweimal gerade Zahlen. Und gerade Zahlen sind bei Minecraft immer ganz, ganz schlecht. Jetzt haben wir doch hier 1, 2, 3, 4, 5. Und hier hinten haben wir auch, müssen wir jetzt natürlich auch eine. Ah, das Lied schon wieder. Ich drehe durch. Cool. Dann gehen wir hier einmal so runter. Und einmal so, so. Dann können wir das schon mal schön abgrenzen hier im Grunde. Die Ausstellung von der Tischlerei. Und die Tischlerei ist auch immer noch groß genug. Jetzt kommt's auf an. Ich hoffe, der Zordern ist irgendwo tagsüber unterwegs. Gute Nacht. Trink erstmal einen Schluck. Ja. Zordern. Zordanovic. Schlafen. Ah, ja. Hat geklappt. Wunderbar. Ja, auf den Herrn Zordan ist Verlass. So, jetzt müssen wir da oben, müssen wir eigentlich Stämme rüberziehen. Habe ich noch Bäume hier? Ja. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Okay. Ja, ich bin noch überlegen, wie ich genau das Gebäude umsetze. Ist nicht so einfach. Es wurde geschrieben in den Kommentaren, der einzige Kommentar am Dienstag, den ich bis dato gelesen habe, das ist, ich soll doch unterhalb dieses ganzen Handwerkkomplexes, soll ich doch Gänge machen, die Handwerksläden miteinander verbinden, damit die sich untereinander unterhalten können. Ja, das ist eine schöne Idee, aber ich glaube, das ist ein bisschen heftig. Wenn wir hier jetzt auch noch alles Gänge untermachen, dann kommen wir hier vom Handwerksviertel überhaupt nicht wieder weg. Das wird so schon sehr zeitaufwendig werden. Und ihr werdet so schon irgendwann sagen, oh, immer ist immer noch in der Handwerkersiedlung. Immer noch, der Opa. Wann kommt denn mal was anderes? Und das will ich natürlich nicht. Und deshalb, ja, wir können den Eingang auch hier an der Seite machen. Oder wir machen hier einfach nur ein Schaufenster hin. Was haltet dann davon? Wenn wir sagen, wir machen hier gar keinen Eingang hin.
zur Tischlerei, sondern nur eine Ausstellung. Dann das jetzt hier so wegreißen und den Balken einfach nach unten verlegen. Ja, das Lied, ne? Das Lied. Okay, so. Ich mach den Balken einfach mal unten hin. Dann können wir mich hier in Gro... Warum? Warum nur, du Stamm, du? So. Okay. Dann ziehen wir hier rotes Holz rein, würde ich mal sprechen. So, zack. Und hier auch. Und hier setzen wir dann diesen Querstamm mal weg und machen da auch rotes Holz rein. So, genau. Das gefällt mir schon ganz gut. Haben wir denn Steine mitgenommen? Ja, natürlich. Wir haben ja riesige männliche Gehirne. Warum sollten wir da keinen Stein mitgenommen haben? Ups. Ups, ups. Das ist aber ganz gut mit der Honey. Denn dann können wir uns noch einmal auf den Ausbau des Spawns stürzen. Ne? Man muss ja immer die guten Seiten an sowas sehen. Wir könnten jetzt sagen, wir machen hier hinten... Nee, hier kommt eine Schaufenster rein. Ein großes. Schaufenster grosso, sozusagen. Eigentlich, ja doch. Hier können wir ein paar Sofas und so reinstellen. Das passt schon ganz gut. Und hier hinten machen wir Tropenholz hin, oder? Was meint ihr? Hinten ein Tropenholz hin? So, natürlich muss auch irgendwo ein Eingang sein in dieses ganze Dingen, dass man da irgendwie reinkommt, ne? In diesen Ausstellungsraum, weil es wäre doof, wenn man immer nur, wenn die alle Möbel irgendwie zur anderen Seite schleppen müssten. Das würde ihnen bestimmt auch nicht gefallen. Das heißt, wir würden hier auch eine Tür hinmachen irgendwo. Und das sieht natürlich jetzt irgendwie Panne aus, wenn wir das so haben. Na, das sieht irgendwie asymmetrisch aus. Aber wir können hier auch noch eine Wand vorziehen. Das geht auch. Jetzt haben wir kein Tropenholz mehr, ne? Kein Akazienholz mehr. Okay, wartet mal. Ich habe doch gerade was gefällt. Davon nehmen wir jetzt mal nur so ein paar. Zack, dann machen wir uns mal Stämme raus. Bretter raus. Also gestern in Rising World hatte ich es ja, glaube ich, schon angekündigt, dass heute die Aufnahme wäre. Das war aber leider nicht so. Ich will euch nicht in den Wahnsinn treiben. Es ist halt manchmal so. Okay. Hier machen wir dann auch irgendwas rein. Zum Beispiel Holz. Nur erstmal, damit da keine Monster spawnen. Habe ich das auf der anderen Seite auch gemacht? Ich weiß es nicht genau. Ah, und jetzt nicht wieder gleich das falsche Holz nachreichen, Inventory Freak. So, und dann können wir das hier auch nochmal so rüberziehen. So, zack. Genau. Dann haben wir hier einen wunderschönen Ausstellungsraum. Den müssen wir natürlich dann auch schön beleuchten. Und dann können hier die Sofa vom Hempel rein. Und dann machen wir uns einfach hier zwei Türen rein. Oder eine Doppeltür in der Mitte. Nee, zwei Türen. Eine hier. Und eine auf der anderen Seite genau hier. Zum Ausstellungsraum. Ja. Das war schon mal ganz nett. Das ist schon mal ganz nett. Dann kommt hier nun mal auch Teppichboden dann rein. Aber das machen wir dann, wenn wir hier die Ausstellung machen von Hempel. Von der Schreinerei Hempel. Hier müssen wir dann noch Platten hinlegen, damit man hier so eine Stufe hochgehen kann. Und dann hier das Schaufenster hat. Okay, dann kümmern wir uns mal weiter um die Werkstatt. Und die hier oben ist dann der Verkauf. Hier geht man dann hoch, sozusagen. Und hier müsste jetzt ja... genau, hier müsste jetzt wieder Fußboden rein. Okay, passt auf, Freunde. Wir kriegen das alles hin. Ist nur eine Frage der Zeit. Hier haben wir jetzt einfach Fußboden rein. Und zwar wieder Eichenholz. So, hier haben wir normales Eichenholz überall rein. Und dann, habt ihr das auch gehört? Das war doch ein Skelett. War irgendwie ein Skelett. Eigenartig. Ist auch eins von den neueren Liedern, was ich aber auch sehr schön finde, eigentlich. So, jetzt hier erstmal nochmal durchgezogen das Ganze. Kommt hier erst schon mal der Fußboden rein, dann haben wir die Werkstatt unten auch schon mal dicht, dann müssen wir die auch gleich ausleuchten. Nicht, dass uns da die Monstrositäten irgendwie spawnen. Aber was diese Woche noch kommt, und da dürft ihr euch drauf freuen, das ist die Sache, die andere Sache, die ich angekündigt hatte. Die andere Sache. Das passiert auf jeden Fall noch.
Das ist schon im Kasten sozusagen. Da muss ich nur noch ein bisschen was dran arbeiten. So, jetzt haben wir hier. Ja, hat er mir wieder das falsche Holz nachgereicht. Also der ist heute auch nicht so gut drauf, der Inventory-Freak. Muss man ja mal ganz deutlich sagen. Er ist nicht so gut drauf. Okay. Okay, wir gehen einfach mal oben rum und holen uns noch mal ein bisschen Eichenholz nach. So einfach ist das gar nicht. Leichter gesagt als getan, sagt man ja auch, ne? Lololololo. Okay, hier haben wir noch Eichenholz. Ich nehme jetzt gleich hier, komm. Egal, wir brauchen sowieso so viel davon. Und ich glaube, wir müssen dann tatsächlich nochmal Eichenholz nachmachen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dann können wir uns aber auch gleich die hier mitnehmen. Die können wir uns gleich mitnehmen. Oh ja, wir müssen aufpassen. Da hinten despawnt bestimmt die Setzlinge. Von den Akazien, die ich da weggeballert habe, ne? Rennen wir mal hin. Ja, man, ich bin etwas... hier kann man sie sehen, ja. Doch, wie viel sind es denn? 1, 2, 3. Nicht die Welt, ne? Ist hier vielleicht auch noch einer drin versteckt? Nö. Nicht die Welt. Ja, ich hoffe, ihr habt das neue Texturenpack schon ausprobiert. Was ja sozusagen... Warte mal, wir machen uns jetzt nochmal hier den hier. Das dürfte reichen. Ja, das reicht auf jeden Fall. Und jetzt nehmen wir uns die mal nach unten. So, so, so und so und so. Und ja, so. Dann können wir nämlich hier so einen schönen Übergang machen für das Schaufenster. Ja, doch, Schaufenster, ist ja richtig. Und hier oben könnten wir das Ganze dann auch noch ein bisschen einrahmen. Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten außen hoch, um dann oben die Etage weiterzubauen. Müssen wir mal gucken, vielleicht wenn die Hannibal dann kommt irgendwann, dann ich schmeiß die mal weg. Arg. Dann ist das hier vielleicht schon fertig, unsere Tischlerei. Ist ja möglich, ne? Dass wir es bis dahin vielleicht schon fertig gemacht haben. Das wäre ganz cool. Das ist ganz schön düstere Musik irgendwie, so, ne? So jaulig. Hier kommt dann die zweite Etage rauf, wo dann auch noch wahrscheinlich Verkaufsraum sein wird für die Tischlerei. Es wird ja eins der größeren Gebäude hier in der Handwerksruhe, hatte ich es erst genannt, am Handwerksring, ne? Am Handwerksring wird es eher eins der größeren Gebäude, was dann auch zu beiden Seiten ziemlich gleich aussehen soll. Vom Giebel her und so, ne? Das kriegen wir schon irgendwie gebrezelt. Wir haben jetzt erstmal die untere Etage, ist ja immer dasselbe mit den Etagen. Ja, und das war wieder das falsche Inventory Freak. Vielen herzlichen Dank. Du bist sehr hilfreich momentan. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Irgendwie, ja, hat das momentan nicht so mit seiner Arbeit. Ha, vielleicht muss ich den mal eine Zeit lang in Urlaub schicken. Ja, der ist bestimmt überarbeitet, das kann es sein. Mal wieder überarbeitet, ja. Das kann gut sein. Wir brauchen auch noch mehr Akazienholz auf jeden Fall. Weil hier kommt ja dann der Balken raus. Den möchte ich auch gerne in 1 durchziehen. Das war falsch. Ordnung muss sein. Und wenn es in der Schreinerei ist... So und so. Halloween steht auch wieder vor der Tür. Ach verdammt, oh, da passieren noch wieder irgendwelche Sachen. Da passieren noch immer irgendwelche Sachen. Oje. Oje, meine ich. Hier können wir das... Haben wir das hier anders? Ja. Den Balken können wir eigentlich wieder wegnehmen hier. Den hier. Weil den sieht man ja von unten nicht, ne? Doch. Doch, tut man. Na gut, es wird schon wieder dunkel, Freunde. Eine Aufnahme so ein bisschen aus der Not geboren, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen hier in Hundsgrab. Hier wird dann das nächste Gebäude anschließen. Und schaut mal, so sieht das bisher aus und es ist total dunkel da drinnen. Oh je, können wir noch schnell ein bisschen ausleuchten, ehe uns die Nacht... oh wei, nee, lieber schlafen, Zordan ist da. Zordan ist da, wir müssen schlafen gehen. Gute Nacht. Sieht aus wie eine Bühne, oder? So ein bisschen. So, jetzt aber hier ausleuchten. Das dürfen wir nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Einmal hier und hier. Und dort und dort. Ist hier schon wer? Nein. Noch lassen uns die Monster in Ruhe. Das finde ich sehr nett. Sehr, sehr nett. So, und dann machen wir hier noch... Keine Ahnung. So und... So, Quatsch, so. Na? Guck mal, das sieht aus wie ein Stuhl hier.
passt ja zu Hempels. Eigentlich viel zu ordentlich für Hempels. So ein bisschen. Ja, das gefällt mir alles ganz gut. Das gefällt mir alles ganz gut. Wenn wir hier jetzt ein Schaufenster reinkommt, dann ist hier der Eingang, ne? Das hieße, wir machen hier auch noch so zwei Steine hin. Einmal hier und einmal dort, um das Ganze so ein bisschen abzugrenzen. Und hier könnte man dann tatsächlich sogar noch Platten hinlegen. Weil das haben wir da hinten ja auch gemacht, ne? Hier sowas. Und so vielleicht. Passt mal auf. Und so. Und hier machen wir jetzt einfach den hier. Zack. Zack. Und dann können wir hier nämlich das so ein bisschen... Wisst ihr? Und hier können wir das auch noch schick machen. Machen wir nämlich nur drei. Dann wird man so ans Schaufenster rangeführt. Als Kunde. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das müssen wir dann auch alles ausleuchten. Hier müssen dann noch ein paar Sofas rein. Vielleicht bauen wir da auch ein paar mit Loren. Ne? Das ist ja diese spezielle Loren-Sofa-Konstruktion. Hier müssen wir das nochmal ändern. Schaffen wir es noch? Ja, 21 Minuten kommt, Freunde. So viel Zeit muss sein. Wenn's, ne? Wisst ihr ja. Dann machen wir es nämlich jetzt folgendermaßen. Ich nehme die mal wieder auf. Huss. Und mache mir noch mal ein bisschen Akazienholz. Und dann können wir das doch hier so machen. So. Zack. Wisst ihr? Und dann können wir hier noch Tropenholz reinlegen. Da kann doch noch Tropenholz rein. Dann wird die Wand so ein bisschen größer. Ups, zur Schreinerei. Arrgh! Zur Schreinerei rüber. Ah, manchmal ist es aber auch, ne? Das heißt, ja, hast recht, Minecraft. Also das Spiel selbst hat gerade recht. Es muss natürlich hier noch und dort noch. Auf der anderen Seite machen wir es genauso. Ja, machen wir genauso. Alles nochmal weg, zack. Und dann brauchen wir das nur nachempfinden. Das heißt, wir müssen das dann hier so, so. So, 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 so. Ist richtig? Ja. Das können wir so lassen. Sieht, und dann machen wir hier noch Bögen rein. Dann sieht das auch schön, schön aus. Mhm. Man kann das Schaufenster natürlich auch hier vorne hin machen, ne? Dass man jetzt sagt, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das genau gestalten. Aber es gefällt mir schon, hier der Ausstellungsraum. Gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Vielleicht sollten wir dann sagen, wir machen hier rechts und links noch Balken hin. Nein, 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 nicht doch. So und so hätte ich das gerne. Na, damit das nicht ganz so groß ist. Und hier haben wir dann zu wenig. Aber da können wir gleich noch wieder Akazien anpflanzen. Das ist ja kein Problem. Da sind sie. Eins, zwei, drei, vier. Alles klar. Und da wachsen neue Akazienbäume raus. Wir freuen uns und alle freuen sich. Und ja, ich sage wieder mal von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Qual.